Ja, wird das jetzt heute nochmal was? Genau. Wir fallen fröhlich nach unten. Genau, es gibt auch noch Gebiete, die so übereinander verbunden sind. Ach, du liebes Bisschen, ein Mann. Das muss ich Opa erzählen. Flora. Au. Er schläft noch. Eigentlich sah er gar nicht so faul aus. Lass ihn noch eine Weile schlafen. Du kannst in unserem Dorf bleiben. Solange du möchtest. Hurra, das ist eine großartige Idee. Aber wir müssen uns beeilen. Nils, aufwachen. Wir müssen weiter. Nach unserem Schatz suchen. Genau, sie kann so einen Zauber machen. Es gibt einen Gegenstand, der... Der Schatz von König Nolo. Ach ja, keine Ahnung. Ich kämpfe mit der Steuerung. Geht es dir auch gut? Pass auf dich auf. Okay, hier ist nichts mehr. Geh da rein. Danke. So, hier ist jetzt so Stadt und lustige Massan heißt die, glaube ich. Wir können mal auf die Karte gucken. Gaspard. Hallo, möchtest du übernachten? Oder Gaspard ist eine Frau. Na. Das ist die Inselkarte. Bring sie zum Tresen. Ich will dir die Inselkarte zeigen, okay? Ja. So, ja. Hier oben sehen wir jetzt Massan und ich habe was gedrückt und darum ist die weg und... ja, toll. Egal. Erkläre ich das später. Ach, wir lernen eh jeden Ort kennen. Das ist unwichtig. Ja, das sind so die unbenannten Personen. Die haben da einfach nur einen Stern und keinen Namen stehen. Wir haben zurzeit viele verdächtige Gäste hier. Oh, du bist ja auch so ein Gast. So, hier, wir haben auch so Krüge. Können wir die an Leuten zerdeppern? Nein, wir können Krüge auf Leute draufwerfen. Ich wollte die Krüge an Leuten zerdeppern. Verdammt! Es geht nicht, aber anwenden wir das. So. Du bist ein Schatzsucher, nicht wahr? Ha, tu nicht so. Ich hab's doch gleich gemerkt. Hast du den Weisen vom Wasserfallschrein gesehen? Nein. Er heißt Geier übrigens. Hahaha, du musst wohl noch ein bisschen üben, Quintchen. Ja, in Wirklichkeit sind wir, glaube ich, 27 Jahre alt oder so. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Bloß weil wir ein Elf sind, sehen wir halt sehr jung aus. Nimm das Buch und leg es auf dem Tresen, wenn du bleiben willst. Nein. Wir möchten nochmal die Karte sehen, Wetter. Die du eben aufgegessen hast, nachdem wir die benutzt haben. So, ja. Da oben, wo jetzt Flora rumfliegt, ja, da ist das Dorf Massan. Weiter unten wäre das Dorf Gumi. Dann da unten ist irgendwie... Was ist das da für ein roter Punkt mit einem Meer? Ach, ist ja egal. Auf jeden Fall da unten, wo diese Stadt mit dem Leuchtturm ist, das ist irgendeine Menschensiedlung, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Da die große Burg wäre die Stadt Mekator von der Insel Mekator. Dann hätten wir noch westlich der Stadt den einsamen Turm, das ist glaube ich Mirs Turm, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe das Spiel seit Jahren nicht mehr gespielt. Und da kommt noch irgendeine Menschensiedlung, da oben ist irgendeine Elfensiedlung und das, neben der Elfensiedlung, dieser graue Klops, ist ein recht großer Schrein, wo wir irgendwann nochmal hinkommen. Ja. Mach's gut. Auf jeden Fall, die Musik ist auch wunderschön. Ja, wir können auch alle Häuser nach Kisten durchsuchen, weil es stört hier niemanden. Lebensenergie gefunden. So, was habt ihr noch zu sagen? Ah ja, er singt ein Lied über Säen von Samen. Sähe die Samen aus und sieh, wie sie wachsen, bald wirst du ernten, was du gesät hast. Eines Tages wirst du die Ernte in die Stadt bringen und du wirst reich sein. Und dann wirst du sagen, das ist ein Bauernlied. Meine Ernte wird sich besser verkaufen, wenn ich es auf dem Markt im Mekator singe. Auf dem Markt im Mekator. Ja, mir egal. Ich habe munkeln gehört, dass in der Nähe der Brücke immer öfter Gummikrieger gesehen wurden. Ja. Ich glaube, ich brauche ein Gamepad, wo man besser zwei Richtungstasten auf einmal drücken kann. So, hier ist auch noch ein Gebäude mit Eke Eke, genau. Eke Eke ist, Hanna, hast du jemanden gesehen, der anders aussieht? Ja. Ach ja? Jemand muss diesem Barbaren aus Gummi einen Dämpfer aufsetzen. Wäre ich doch nur jünger. Vorsicht! Was du sagst! Mein Mann ist wütend! Ja. Ah ja, ich kann ja mal zeigen, hier, wenn man Start drückt, dann, man hier in das Menü. Hier könnte man jetzt das Eke Eke zum Beispiel benutzen. Das Eke Eke wird auch da oben
Diese 1 neben dem Sack bedeutet, wie viel man davon hat. Man kann 9 von den meisten, eigentlich kann man 9 von jedem Item haben, wenn man 9 mal jedes Item finden kann. Ja, und die Eke-Eke, die kann Flora einen geben, wenn man halt keine Lebensenergie mehr hat, und dann wird man wieder aufgefüllt. Quasi wie ein Leben kann man das nennen. Und hier hätten wir das Ausrüstungsmenü, und ich habe auf die falsche Taste gedrückt, also nochmal. Das ist unsere momentane Ausrüstung, ein Breitschwert, also dieses lustige Ausbeinmesser da. Ein Lederharnisch, Lederstiefel, und an den Händen haben wir nichts. Es gibt, hier sind hauptsächlich Ringe. Ja, das sind alle Stiefel, das sind alles Harnische und das sind alle Schwerter. Von unterschiedlichen Stärken und Eigenschaften. Im Moment haben wir halt, wie gesagt, ein normales Breitschwert. Ich wohne hier schon immer in Masan. Und Gummi war, Masan und Gummi waren einst befreundet. Wie die Feen der anfing, weiß keiner. Doch ich weiß was. Frag den alten Mann beim Wasserfallschrein. Vielleicht kann er es dir erzählen. Ja. Du musst zum Weisen vom Wasserfallschrein gehen. Aber Vorsicht, es ist ziemlich kauzig. Er ist ziemlich kauzig. Eke Eke gefunden. Ja, wir plündern alles und ja, es unterscheidet sich nicht vom Baldur's Gate, weil ich es spiele vermutlich. Und hier ist mal ein Laden. Besitzer, kann ich dir helfen? Hier hätten wir zu beachten. Diese Lebensenergie kostet 150 Taler. Haben wir nicht. Das Eke Eke kostet 15 Taler. Ja, darauf können wir uns einigen. Das macht 15 Taler, okay? Ja. Danke, vielen Dank. Okay, tschüss. Danke, komm bald mal wieder vorbei. Yeah. Und hier haben wir mit dir schon geredet, ich glaube schon. Hier sind noch so lustige Bäume. Ja, damit können wir noch nicht so viel machen. Später können wir damit mehr machen. Hallo. Hallo, hast du dich ausgeruht? Wo ist denn deine Freunde? Du weißt schon, dieses winzige Mädchen. Wie kannst du es wagen, mich winzig zu nennen? Du haariges Monster! Cool, sie verzaubert es. Oh, tut mir leid. Etwas empfindlich, die Gute. Und du bist? Gummi ist das Dorf direkt südlich von uns. Ein scheußliches Völkchen. Und hier ist ein Hund, man kann auch mit Hunden reden. Wuff, wuff. Und der Hund heißt Bell. Man kann später auch noch mit Hunden reden. Priester, willkommen in unserer Kirche. In Kirchen kann man das Spiel speichern, hier mit diesen Heldenbüchern. Dies ist das Heldenbuch. Das kann man dann hier so auf dem Tresen legen. Na, los, mach schon. Du kannst hier deine Taten aufzeichnen lassen. Soll ich sie festhalten? Ja. Gut, lass mich deine Heldentaten in diesem Buch festhalten. Fertig. Deine mutigen Taten werden immer in unseren Herzen behalten. Dass du dein Abenteuer fort? Ja. Viel Glück, die Göttin wird mit dir sein. Und hier steht auch noch so jemand. Du bist tatsächlich eine Göttin? Ja, man kann hier meistens überall so rumhüpfen und keine Ahnung und Müll machen. Das ist total lustig. Ich habe das als Kind total geliebt. Ja, hier sind noch so andere Bücher, die können, wenn man vergiftet wurde oder sonstiges machen, kann man damit das heilen. Sei vorsichtig. Gott segne dich. Also, wir sollen anscheinend zum ersten Schrein gehen. Also tun wir das. Gehen wir hier mal raus. Die Leute aus Gummi haben die Wolke zerstört. Nun ist sie völlig kaputt. Sie sind von allen guten Geistern verlassen. Achso, sind die von allen guten Geistern verlassen? Das muss ich dem Bürgermeister erzählen. Ja. Hier sind Brücken und Flüsse und schöne isometrische Grafik. Auf die... Hier ist so ein Baum. Mit den Bäumen kann man später auch noch was machen. Aber im Moment noch nicht, weil wir dazu erstmal Mama Baum finden müssen oder Papa Baum. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Geschlecht der Baum hatte. Auf jeden Fall gibt es einen großen davon. Hier ist jetzt noch so ein Schild. Wasserfallschrein, Dorf Gummi, Dorf Masan. Hier ist eine kaputte Brücke. Oh, ich bin so wütend. Warte nur, bis das der Bürgermeister hört. Toll. Ja. Und hier ist jetzt noch so ein Gang, da können wir reingehen, das bringt aber nicht viel, wenn ich es richtig genau. Hier oben ist so ein Seil, das müssen wir von der anderen Seite erst runterlassen. So kann man dann sehr viel Wege später abkürzen, indem man das macht. So, hier müsste jetzt gleich der Wasserfall kommen. Genau, hier lagen wir vorhin so fröhlich rum. So, naja, ist ja egal. Gegner haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen, das ändert sich aber ab jetzt quasi, wenn wir hier so rumlaufen. So, hier sind so lustige Statuen, die machen so erstmal gar nichts im Spiel.
bewegen sich vielleicht nochmal. So, hier sind Blasen. Super gefährliche Blasen. Und die geben einen Gold, wenn man sie kaputt macht. So, muss ich nach oben oder erst da lang? Ich guck erstmal oben. Weil ich jetzt gerade nicht mehr weiß.